Привет! Ich hoffe, es geht euch gut und ich werde heute an diesem wunderbaren sonnigen Tag meine erste Tierlist machen. Falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was das ist, dann würde ich euch empfehlen, das ganz fix zu googeln bzw. das in YouTube einzutippen, dann wisst ihr ungefähr, wovon ich spreche. Nichtsdestotrotz werde ich euch natürlich mein Template einblenden und das Thema wird bei mir Sonnencremes sein. Sprich, ich werde all meine Sonnencremes, die ich jemals getestet habe, heute in dieses Template einordnen. Ihr dürft selbstverständlich mitmachen, ihr dürft das Template benutzen und sehr, sehr gerne auch all eure Sonnencremes ranken, falls ihr Bock da drauf habt. Ich habe hier auf jeden Fall einige Sonnencremes am Start, die ich vor einiger Zeit oder aktuell getestet habe. Ich habe natürlich auch nur die genommen, an die ich mich noch erinnern kann. Und ich habe hier eine Einteilung vorgenommen in nie mehr ohne. Das heißt, das sind Sonnencremes, die ich wirklich immer wieder nachkaufe und ohne die ich nicht mehr sein kann. Dann habe ich noch einen Teil, der heißt Hab dich im Auge. Sprich, das sind Sonnencremes, die gerade dabei sind, ja, in diese nie mehr ohne Kategorie sozusagen zu kommen, die mich besonders interessieren. Und da werde ich auch Sonnencremes einordnen, die ich gerne testen möchte. Dann gibt es Sonnencremes, die ich gut finde für das, was sie sind. Dann gibt es auch welche, die ich nicht nachkaufen würde. Das werde ich euch dann natürlich auch im Laufe des Videos erklären, warum. Und die letzte Kategorie, das sind so Sonnencremes, die für mich persönlich überhaupt nicht funktioniert haben und die ich dementsprechend in diese Reihe einordnen werde. Okay, dann legen wir mal los. Und als erstes habe ich hier die Ordinary Mineral Sunscreen. Da muss ich echt sagen, die würde ich tatsächlich zu mäh geben, weil ich die gar nicht mal so gut fand. Die hat zwar so eine ganz, ganz leichte Tönung, aber die sieht auf der Haut halt aus, als hätte man sich eine Tonerdemaske aufgetragen und in der benötigten Menge von 1 Gramm war sie auch wahnsinnig unangenehm auf der Haut. Obwohl ich sie ganz gut vertragen habe, habe ich sie einfach von der Performance nicht so sehr gemocht. Deswegen hier bei mäh. Und danach haben wir die Algamaris Sonnencreme. Das ist tatsächlich eine der besten Naturkosmetik-Sonnencremes, die ich je ausprobiert habe. Die basiert auch ausschließlich auf mineralischen bzw. anorganischen UV-Filtern und die hat auch so eine leichte Tönung drin. Die haben zwar auch eine, die ohne Tönung ist, aber hier finde ich es einfach richtig, richtig cool, dass man eben eine Tönung beigefügt hat, um diesem Weißeln etwas Einhalt zu gebieten. Klar sieht die nach recht viel Produkt auf der Haut aus, wenn man sie in der entsprechenden Menge aufträgt. Aber nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass das eine wirklich solide naturkosmetische Sonnencreme ist. Allerdings würde ich mir echt wünschen, wenn man da eine größere Shade Range hätte. Ich glaube, die haben nur 3 Farben. Nicht 2, sondern 3. Und das finde ich persönlich einfach viel, viel zu wenig. Ich muss sagen, dass ich sie vom Tragekomfort auch ganz gut fand. Ich habe sie teilweise auch sehr, sehr gerne einfach wie so Alltags-Make-up verwendet, um natürlich den Schutz zu haben, aber auch gleichzeitig mein Hautbild etwas auszugleichen. Die ist auch mild formuliert, da sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung enthalten. Kann ich also wirklich allen ans Herz legen, die eine naturkosmetische Sonnencreme suchen, die ausschließlich auf anorganischen UV-Filtern basiert, die aber ja halt nicht diesen typischen weißen Schleier hinterlässt und auch relativ angenehm zu tragen ist. Eine Sonnencreme, die nicht so angenehm ist zu tragen, ist diese hier von Alverde. Und zwar ist das die Sonnencreme SPF 50+. Ich glaube, die heißt doch einfach nur Sonnencreme SPF 50+. Und die hatte ich mal getestet, als sie noch in einer anderen Verpackung war, aber an der Formulierung hat sich nichts geändert. Sprich, die Sonnencreme ist immer noch so eigenartig gelb eingefärbt. Das heißt, wenn man sie in der benötigten Menge aufträgt, dann sieht das sehr, sehr eigenartig auf der Haut aus. Also ich persönlich mochte das überhaupt nicht und fand sie auch tatsächlich untragbar unter Make-up oder dergleichen. Ich fand sie unangenehm auf der Haut. Und ja,
ist für mich definitiv eher eine Mäh-Sonnencreme, weil sie einfach in der entsprechenden Menge für mich nicht funktioniert hat. Aber was ich cool finde, ist einfach, dass Alverde auf der Verpackung ganz bewusst mit dem typischen Weißeleffekt wirbt. Das hat man ja auch relativ selten. Viele Marken schreiben ja auf ihre Produkte, dass sie nicht weißeln, obwohl da anorganische UV-Filter drin sind. Deswegen finde ich das hier zumindest eine richtig, richtig coole Sache, denn anorganische UV-Filter weißeln einfach. Das ist ja Natur und da kann man nicht sonderlich viel machen, außer man fügt der Sonnencreme eine Tönung bei. So, dann haben wir als nächstes die Apieu Sonnencreme. Die würde ich tatsächlich bei keinem Nachkauf reingeben, weil an sich fand ich die vom Hautgefühl und von der Performance gar nicht mal so schlecht. Die hat so eine wunderbare, gelig, wässrige Textur. Ich würde sogar sagen, dass sie für ölige Haut sicherlich einen Blick wert ist, aber sie war mir persönlich zu stark parfümiert. Sie hat so einen sehr, sehr typischen zitrischen Duft, den ich zwar jetzt nicht so schlimm finde, aber irgendwie ist meine Haut damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Dafür mag mein Freund diese Sonnencreme sehr, sehr gerne, was schon viel heißt, denn er war ein riesengroßer Fan der alten Purito-Sonnencreme, also dieser Centella-Sonnencreme. Aber da es die in der ursprünglichen Formulierung ja nicht mehr gibt, mussten wir uns auf die neue Suche begeben und die habe ich dann sozusagen meinem Freund weitergegeben und die findet er gar nicht mal so schlecht, nur an die Purito Sonnencreme reicht das wohl nicht heran. So, dann haben wir als nächstes die Beauty of Chosen. Ich bin immer kurz davor zu sagen Beauty of Jason, weil mein Freund meinte, dass das ja bestimmt wie Jason ausgesprochen wird. Das ist ja auch mal ein Markenname, Beauty of Jason. Also falls ich ab und zu Beauty of Jason sage, nehmt es mir nicht übel, ich kriege das einfach nicht mehr aus meinem Kopf. Und diese Sonnencreme habe ich im Auge, weil ich die wirklich, wirklich großartig finde. Also meine liebe Freundin Isa hat mir die Reste ihrer Sonnencreme von Beauty of Jason vermacht und ich habe die natürlich schon ausprobiert und finde die echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also die könnte sich wirklich zu einer dieser nie mehr ohne Sonnencremes mausern, weil ich die wirklich großartig finde. Also die lässt sich in der entsprechenden Menge ohne Probleme auftragen. Sie macht auch ein schön gepflegtes Gefühl auf der Haut, aber ohne too much zu sein. Also sie macht nicht diesen krassen, typischen Film. Ich kann auch wunderbar Make-up drüber auftragen. Es rollt sich überhaupt nichts ab. Also ich glaube, ich könnte davon sogar mehr als ein Gramm auftragen, wenn ich wollte und es wäre trotzdem super angenehm. Aber sie fühlt sich dennoch etwas pflegender an im Vergleich zum Beispiel zu der Isn't Tree Sonnencreme, also zu diesem Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Nichtsdestotrotz, die ist von der Formulierung einfach nur ein Traum und wie gesagt super, super angenehm und ja, überzeugt mit ihrer richtig, richtig grandiosen Performance. So, als nächstes habe ich diese neue Benten Airfit Sonnencreme und die habe ich auch im Auge. Also ich habe die noch nicht ausprobiert, aber ich habe sie im Hinterkopf. Sie steht auf meiner Wunschliste, weil ich sie von der Formulierung auch nicht verkehrt finde. Tolle UV-Filter. Ich glaube, da sind auch noch Bestandteile vom Tigergras mit enthalten, wenn ich mich richtig entsinne. Und das finde ich an sich einfach auch super spannend von der Formulierung her. Also die würde ich mir tatsächlich irgendwann mal kaufen und ausprobieren wollen, weil ich die einfach sehr, sehr interessant finde. Als nächstes habe ich hier die Be Plain Clean Ocean Moisture Sunscreen. Ich hoffe, das ist korrekt, was ich hier sage. Jedenfalls die in dieser bläulichen Tube und die habe ich tatsächlich auch schon ausprobiert. Die habe ich da und auch schon mehrfach aufgetragen und finde auch, dass sie der Sonnencreme von Beauty of Chosen sehr, sehr ähnelt, was mich auch nicht wundern würde, weil ja viele Marken ähnliche Lohnhersteller haben und die eben bestimmte Formulierungen anbieten, wo die Marken dann auch noch so ein bisschen entscheiden können, ob sie bestimmte Inhaltsstoffe noch extra hinzufügen wollen. Und ich überlege auch, ob ich die mal miteinander vergleiche. Ich will die allgemein gern auch mal mit dem Isn't Tree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel vergleichen, aber an sich auch so untereinander möchte ich die, glaube ich, auch mal testen und schauen, ob die sich wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Also für mich zumindest
ist da kein großer Unterschied wahrnehmbar. Aber auch hier von der Formulierung, richtig toll, wunderbare, verträgliche, moderne, stabile UV-Filter, keine Parfümierung. Ich glaube, da war auch noch Niacinamid mit drin. Finde ich auch immer ganz nett, wenn das so mit beigefügt wird in die Sonnencreme. Und auch hier hatte ich keinerlei Probleme, die Sonnencreme in der entsprechenden Menge aufzutragen. Ich finde aber auch, wie ich bereits erwähnt habe, dass sie der Beauty of Joseon recht ähnlich ist, was das Hautgefühl und die Performance angeht. Von daher, ja, fühlt sich ähnlich an, schön pflegend, dennoch sehr angenehm für meine trockene Haut, einfach perfekt. Beim Garnier UV Sonnenschutzfluid, ich bin wirklich am Hin und Her überlegen, ob ich die bei Mäh oder bei Kein Nachkauf. Ich glaube, ich packe die bei Kein Nachkauf rein, weil ich denke, dass es viele Menschen gibt, die dieses UV-Fluid sehr, sehr gerne mögen. Ich allerdings bin keiner davon, weil der Alkoholanteil so hoch ist, dass mir dieser Ethanol einfach in die Augen steigt und sie zum Tränen bringt. Ich kann sie auch nicht so problemlos im Augenbereich verwenden, weil das sehr, sehr unangenehm wird. Ich finde auch nicht, dass sie matt antrocknet, sondern dass sie schon einen spürbaren Film auf der Haut hinterlässt, den ich persönlich sehr, sehr unangenehm finde und weshalb ich dann auch eben ungern Make-up darüber auftragen. Deshalb ist das auch so eine Sonnencreme für mich, die ich nicht nachkaufen würde. Oh, die Eco Cosmetics Sonnencreme. Und zwar ist das diese Neutral-Sonnencreme. Und die hatte ich mir auch mal für einen Test gekauft. Und da würde ich auch sagen, dass das eine Mäh-Sonnencreme für mich ist, weil ich die einfach untragbar finde. Die weißelt so stark und fühlt sich so pastös auf der Haut an, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Also ich denke mal so für Kinder, denen das relativ Wurst ist, oder wirklich Kleinkinder, die können sowas sicherlich verwenden, wenn sie die meiste Zeit im Kinderwagen sitzen oder sowas oder nicht hin und her rennen müssen oder wenn einem Flecken auf der Kleidung egal sind. Aber für mich persönlich ist das einfach eine Sonnencreme, die nicht im Alltag funktioniert. Ach, kommen wir jetzt zu einem riesengroßen Favoriten. Und zwar ist das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Und das muss definitiv in die nie mehr ohne Abteilung hier rein, in die nie mehr ohne Zeile, weil ich wirklich nicht mehr ohne diese Sonnencreme sein kann. Die ist so perfekt für mich. Sie ist wunderschön auf der Haut, sie macht ein richtig tolles Glossy Finish. Ich kann sie ohne Probleme in der entsprechenden Menge auftragen. Sie fühlt sich toll an, sie fühlt sich richtig schön feucht und angenehm an und sieht unter Make-up einfach nur bombastisch aus. Ich liebe diese Sonnencreme abgöttisch. Ich könnte da drin baden und ich wünschte mir, dass es sie in einem riesengroßen Fass abgefüllt geben würde, damit ich das einfach auch am ganzen Körper benutzen kann. Also das ist wirklich eine Sonnencreme, ohne die ich nicht mehr sein kann und die ich schon mehrfach nachgekauft habe. Die La Roche-Posay Anti-Brilliance Sonnencreme ist für mich persönlich eine Mäh-Sonnencreme, also eine, die überhaupt nicht funktioniert hat. Die hatte ich einfach auch mal getestet, um zu schauen, ob sie für matte oder ob sie für ölige Haut geeignet ist. Und ich musste dann feststellen, dass ich sie in der benötigten Menge überhaupt nicht auftragen konnte. Sie ist mir komplett vom Gesicht gekrümelt und war ein bisschen zäh auf der Haut. Also sie ließ sich auch nicht so einfach im Gesicht verteilen und krümelte dann komplett runter. Also ich konnte das Ganze gar nicht so schnell einarbeiten. Da war das schon komplett vom Gesicht runter gekrümelt. Entsprechend konnte ich die überhaupt nicht benutzen und auch mit Make-up darüber oder Produkten darunter oder auch ohne jegliche Produkte hat sie überhaupt nicht funktioniert. Bei der Lavozon Sonnenmilch mit SPF 50, das ist übrigens die Eigenmarke von Müller, bin ich ein bisschen zwiegespalten, aber ich würde sie, glaube ich, dennoch zu kein Nachkauf reintun, weil an sich ist sie gar nicht mal so verkehrt, also man kann sie schon in der entsprechenden Menge von einem Gramm auftragen, also ich gehe jetzt immer von meinem Gesicht aus und ja, das funktioniert schon, aber sie ist sehr, sehr fettig. Sie hinterlässt wirklich einen krassen Speckschwartenglanz im Gesicht, obwohl sie auch ganz gut formuliert ist. Da sind wirklich schöne, stabile, moderne UV-Filter enthalten. Sie ist komplett unparfümiert, aber sie ist so dermaßen schwartig und fettig im Gesicht, dass ich nichts weiter darunter oder darüber auftragen kann, weil es sonst
too much für meine Haut wird. Auch Make-up darüber sieht nicht ganz so gut aus, weil es sich dann komplett zersetzt und im Gesicht herumschwimmt. Von daher ist das für mich persönlich kein Nachkaufkandidat, aber an sich war sie wirklich ganz okay. Das Sun-Ozon Med Sonnenfluid gehört definitiv in die Gut-Reihe, weil ich einfach finde, dass diese Sonnencreme für Drogerieverhältnisse wirklich gut ist. Denn wenn wir mal überlegen, was es für Sonnenschutzmittel in der Drogerie gibt und wie schwierig es ist, da irgendwas zu finden, was man gut auftragen kann und was auch halbwegs gut performt, finde ich schon, dass das eine der besseren Sonnencremes ist. Ist das die beste Sonnencreme für mich? Nein, sonst wäre sie hier oben bei Nie mehr ohne. Aber wie gesagt, zu dem Preis und für Drogerieverhältnisse ist das eine gute Sonnencreme, die auch gut formuliert ist. Also auch da sind sehr stabile und verträgliche UV-Filter enthalten und das Ganze komplett ohne Parfümierung. Auch bei den Sundrops bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Und zwar sind das diese neuen Sun-Ozon Sundrops mit SPF 30. Die habe ich tatsächlich geschenkt bekommen und jetzt überlege ich, ob ich sie zu gut packen würde oder eher zu kein Nachkauf. Also eigentlich, ja, ich packe die mal zu gut, weil auch hier für Drogerieverhältnisse ist das ein gutes Sonnenschutzmittel. Mir persönlich ist aber der UV-Schutz für den Sommer zu gering. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass man auf die Parfümierung verzichtet hätte. Da bin ich einfach kein großer Fan von. Allerdings kommen diese Sundrops ohne deklarationspflichtige Duftstoffe aus, was ja schon mal ganz gut ist. Und auch die UV-Filter-Kombi ist nicht verkehrt. Man kann sie in der entsprechenden Menge ohne Probleme auftragen. Sie haben auch bei mir nicht in den Augen gebrannt. Von daher würde ich schon sagen, für Drogerieverhältnisse ist das ein gutes Sonnenschutzmittel. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, wenn ich sie leer machen würde. Das Sun-Ozon Sonnenfluid habe ich tatsächlich schon mal nachgekauft, schon ein paar Mal sogar. Aber die Sundrops würde ich nicht nachkaufen, auch wenn ich sie geschenkt bekommen habe. Deswegen packe ich sie vielleicht doch zu kein Nachkauf. So, als nächstes haben wir hier die Misha Sun Essence mit SPF 45. Und die würde ich tatsächlich auch zu keinen Nachkauf reinpacken, weil ich die Sonnencreme nicht vertragen habe. An sich konnte man sie auch richtig gut in der entsprechenden Menge auftragen, da gab es keinerlei Probleme. Aber irgendwie hatte ich einfach auch jedes Mal Probleme mit meiner Haut, wenn ich dieses Produkt verwendet habe. Ich weiß, dass viele, viele Menschen Fans von dieser Sonnencreme sind, aber ich persönlich würde sie mir halt aufgrund der schlechten Verträglichkeit nicht nochmal nachkaufen. Und dann ist ja schon das nächste Misha-Produkt. Und zwar ist das dieses Sun Gel. Auch das würde ich bei kein Nachkauf reinpacken. Diese Sonnencreme hat wirklich gut performt, ähnlich wie die andere Misha-Sonnencreme. Komplett unproblematisch in der Handhabung, fühlte sich auch sehr angenehm auf der Haut an. Aber mir persönlich war die Parfümierung too much und ich fand auch den Alkoholanteil jetzt bisschen zu stark. Also ich habe es schon gemerkt. Ich habe auch gemerkt, wenn das bei mir in die Augen gestiegen ist und dann fangen die eben auch sehr, sehr schnell an zu drehen und das Ganze wird super unangenehm. Deswegen ist das für mich persönlich kein Nachkaufkandidat, auch wenn hier die Performance nicht verkehrt war. Ihr müsst allgemein auch bei den koreanischen Sonnencremes immer ein bisschen schauen, weil da sind oftmals wahnsinnig viele Pflanzenextrakte drin. Und wenn ihr eine sehr empfindliche oder sogar allergische Haut habt, dann lohnt es sich wirklich, die Inhaltsstoffeliste im Detail durchzuschauen, um einfach rauszufinden für sich selbst, ob man diese Sonnencreme ausprobieren möchte. Ich habe, wie gesagt, beide Misha-Sonnencremes jetzt nicht ganz so gut vertragen, deswegen würde ich sie nicht nachkaufen, aber performancetechnisch waren sie nicht verkehrt. Oh, die Pediprotect Gesichtssonnencreme, die kommt bei mir definitiv in die Mähzeile, weil die trotz ihrer guten Formulierung einfach in der benötigten Menge nicht funktioniert. Also zumindest nicht bei mir. Immer wenn ich versucht habe, ein Gramm davon im Gesicht aufzutragen, da steht ja auch drauf, dass das extra eine Gesichtssonnencreme ist, ist sie mir komplett vom Gesicht gekrümelt. Also bin ich einfach kein großer Fan von und deshalb kommt die bei mir in die Mähzeile.
Die nächste Pedi Protect Sonnencreme ist die Meeressonnencreme und die würde ich tatsächlich in diese Zeile hier reinpacken, weil das meiner Meinung nach eine gute, solide Sonnencreme für Drogerieverhältnisse ist. Also die ist gut formuliert, ich habe sie wunderbar vertragen, aber sie ist jetzt vom Hautgefühl nicht unbedingt das beste Produkt, aber für Drogerieverhältnisse ist das wirklich eine gute Sonnencreme, die ich auch Kindern empfehlen würde, weil einfach die Formulierung auch richtig, richtig toll ist. Also ihr habt ja auch wieder wunderbare, stabile, verträgliche, moderne UV-Filter drin und sie lässt sich ohne Probleme in der benötigten Menge auftragen. Allerdings finde ich sie halt, wie gesagt, vom Hautgefühl jetzt nicht so das beste Produkt, was es gibt, aber für das, was diese Sonnencreme ist, ist sie einfach gut und deswegen gehört sie auch in diese Zeile. Das Pedi Protect Sonnenspray muss sich leider in die Mähzeile einordnen, weil ich das Produkt einfach überhaupt nicht auftragen konnte. Ich habe es natürlich am Körper angewendet, denn dafür habe ich dieses Spray tatsächlich gekauft und das ist mir komplett runtergekrümelt, wenn ich versucht habe, es aufzutragen. Ich habe auch mit unterschiedlichen Techniken probiert, das in die Haut einzumassieren und aufzutragen, aber es ist einfach jedes Mal runtergekrümelt. Sprich, ich hatte dann auch nicht den Schutz, der auf der Verpackung deklariert wird. Denn ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, bei Sonnencreme kommt es extrem auf die Menge an. Sprich, ihr müsst auch eine bestimmte Menge auftragen, damit ihr den Schutz bekommt, der auf der Sonnencreme draufsteht. Und selbst dann existiert kein hundertprozentiger Schutz. Und ich meine, ich trage dann auch meistens Kleidung, wenn ich draußen unterwegs bin und versuche mich anderweitig zu schützen. Aber die anderen offenen Hautstellen möchte ich natürlich eincremen und da will ich auch sicher sein, dass ich die benötigte Menge auch auf meine Haut auftragen kann. Das war bei diesem Sonnenspray leider nicht der Fall. Allerdings ist es gut formuliert, auch hier wirklich eine moderne Formulierung. Und wenn ihr keine Probleme mit dem Sonnenspray habt, dann könnt ihr es selbstverständlich auch weiterhin benutzen. Ich würde das auch hier für Kinder empfehlen, weil das Ganze sehr verträglich formuliert ist. Da sind auch keinerlei deklarationspflichtige Duftstoffe oder irgendeine andere Beduftung enthalten. Und auch hier sind die UV-Filter sehr, sehr modern gewählt. Eine Sonnencreme, die ich leider auch in die Mähzeile packen muss, ist diese Santa Verde Sonnencreme in der orangenen Tube. Und da muss ich echt sagen, dass ja das auch so eine Sonnencreme ist, die, ich weiß gar nicht, die überhaupt nicht funktioniert. Also die weißelt natürlich extrem stark, vor allem dafür, dass der Sonnenschutzfaktor relativ niedrig ist. Und hier wird auch mit ohne Weißeln, glaube ich, geworben. Also es wird gesagt, dass diese Sonnencreme nicht weißelt. Und das finde ich marketingtechnisch einfach auch extrem fragwürdig. Denn wenn Menschen zu dieser Sonnencreme greifen und davon ausgehen, dass sie nicht weißeln darf oder sollte, obwohl anorganische UV-Filter drin sind, die natürlicherweise weißeln und diese Sonnencreme auftragen und sehen, dass sie wie ein Geist aussehen, dann kann es natürlich dazu führen, dass Menschen noch weniger Sonnencreme auftragen, was natürlich nicht gerade gut ist. Und deswegen ist sie einmal wegen dem Marketing in dieser Zeile und natürlich, weil sie für mich persönlich untragbar ist in der Menge von einem Gramm und ich es eben auch nicht geschafft habe, da irgendwas mit Make-up auszugleichen. Also die weißelt einfach so extrem, dass ja sie für mich persönlich untragbar ist. Und ich glaube, da sind auch deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten. Also falls ihr eine allergische Haut habt, solltet ihr damit ein bisschen vorsichtiger sein oder euch auch einfach nochmal die Inhaltsstoffeliste genauer anschauen. Ich habe sie auch nicht so gut vertragen, muss ich dazu erwähnen. Ich habe sie auch tatsächlich geschenkt bekommen, damit ich sie einfach mal ausprobieren kann, weil hier so explizit mit diesem Ohne-Weißel-Effekt geworben wird. Und ja, sie weißelt natürlich. Das kann man nicht leugnen. Oh, die Purito Daily Go-To Sunscreen. Die kommt auf jeden Fall in die nie mehr ohne Zeile. Ich liebe diese Sonnencreme. Also das ist für mich so eine typische Herbst-Winter-Sonnencreme. Die ist definitiv nicht wie die alte Version, also wie die Purito Centella Unscented, sondern sie ist spürbarer auf der Haut, hat einen pflegenderen Effekt und auch so ein gepflegtes, schon ein bisschen öligeres Finish. Also definitiv nichts für ölige Haut,
Aber für meine trockene Haut, vor allem im Winter, war sie perfekt. Und im Herbst. Ich habe sie so, so gerne benutzt. Und ich werde sie mir definitiv nachkaufen. Ich liebe diese Sonnencreme. Ich vertrage sie auch wunderbar. Und sie ist von der Formulierung her einfach top. Wirklich moderne, sehr stabile, verträgliche UV-Filter. Keine Beduftung. Macht überhaupt keine Probleme in der entsprechenden Menge. Sie ist zwar nicht unbedingt weightless, so wie das auf der Verpackung draufsteht, aber dennoch einfach für mich eine Sonnencreme, ohne die ich nicht mehr sein kann. Puh, da haben wir als nächstes die Sundance Pro Climate Sonnencreme. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich habe, glaube ich, sogar einen Blogpost dazu verfasst. Kann ich euch sehr, sehr gerne verlinken, wenn euch das interessieren sollte. Und das ist einfach für mich so eine Mäh-Sonnencreme. Leider, denn an sich ist die von der Formulierung wirklich gar nicht verkehrt, aber die lässt sich in der Menge, die man benötigt, um den Schutz zu erreichen, überhaupt nicht auftragen. Also sie rollt und krümelt komplett runter, sie hinterlässt auch so einen leichten weißen Schleier auf der Haut. Ich glaube, wegen dem Titandioxid, das da enthalten ist. Ich habe die Inhaltsstoffe gerade nicht im Kopf, aber es ist so, so schade. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht so performt und dass sie auch ein bisschen angenehmer auf der Haut ist, aber für mich persönlich einfach untragbar, weil sie komplett von meinem Gesicht runtergekrümelt ist. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch mein YouTube-Video dazu ansehen. Da zeige ich das auch nochmal im Live-Test, wie mir diese Sonnencreme von der Haut krümelt. Und ja, sehr, sehr schade. Ich trauere diesem Produkt immer noch nach, weil ich es von der Formulierung wirklich gar nicht mal so verkehrt fand. Das neue Sundance Sensitive Sonnenfluid kommt auch auf jeden Fall in die Gutzeile, weil das für Drogerieverhältnisse, wie bei den anderen Sonnencremes, eine gute Sonnencreme ist. Also die ist gut formuliert, ich habe die heute sogar drauf. Sie macht schon dieses ja sehr fettig-schwartige Finish auf der Haut und ich spüre sie auch etwas. Also man spürt so einen ganz, ganz leichten Film auf der Haut. Allerdings muss ich sagen, dass ich sie besser finde als die alte Version. Die alte Version war noch spürbarer auf der Haut, hat noch einen sehr viel stärkeren Film hinterlassen und sie hat so einen leichten weißen Schleier erzeugt, weil der Titandioxid enthalten war. Also falls ihr die alte Version deshalb nicht mochtet, dann schaut euch unbedingt die neue mal an. Die ist auch von der Formulierung richtig, richtig nice. Kann ich definitiv empfehlen, aber sie ist wirklich deutlich schwartiger auf der Haut als die alte Version. Die letzte Sonnencreme, die ich jetzt einordnen werde, ist die I'm Pure Sonnencreme von Santique und die kommt definitiv in die Gutzeile. Hierbei handelt es sich um eine Sonnencreme, die auf anorganischen UV-Filtern basiert. Ich bin mir gerade unsicher, ob da Zinkoxid und Titandioxid enthalten waren oder nur Zinkoxid oder nur Titandioxid. Keine Ahnung, jedenfalls basiert sie ausschließlich auf anorganischen UV-Filtern und dafür ist das wirklich eine gute Sonnencreme. Klar hinterlässt sie einen weißen Schleier auf der Haut, aber der fällt nicht so intensiv aus wie bei manch anderen Produkten. Plus, die Sonnencreme ist so ein bisschen leichter. Also sie hat eher eine gelig, leichte Konsistenz, fühlt sich nicht so schwer auf der Haut an, aber sie ist schon ein bisschen trocken dadurch. Denn wenn diese anorganischen UV-Filter in solchen eher geligen und leichten Texturen verarbeitet werden, dann neigen sie eben auch dazu, das hauteigene Fett so ein bisschen stärker aufzunehmen. Es fehlt ja auch irgendwo der Pflegeeffekt. Deshalb empfand ich sie auf meiner trockenen Haut als einen Ticken zu trocken. Und ich würde auch tatsächlich Leuten mit öliger Haut empfehlen, diese Sonnencreme mal auszuprobieren, sofern der leichte oder sofern der weiße Schleier euch nicht stört. Ich konnte diesen weißen Schleier auch ganz gut mit Make-up überdecken, weil er einfach nicht zu extrem war und weil die Sonnencreme an sich auch nicht so pastös auf der Haut auflag. Ich habe sie übrigens auch wunderbar vertragen, hatte keinerlei Probleme damit und das ist wirklich eine dieser Sonnencremes mit anorganischen UV-Filtern, die echt gut ist. Das war's schon mit meiner allerersten Tierlist zum Thema Sonnencremes. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Mich persönlich wundert es überhaupt nicht, dass vor allem in den oberen Bereichen koreanische Sonnencremes gelandet sind, weil ich die einfach sehr, sehr viel angenehmer finde und sie wirklich, wirklich gerne im Alltag benutze. Und das ist für mich der wichtigste Aspekt. Also, dass ich auch die Sonnencremes, die ich hier habe, in der entsprechenden Menge auftragen kann und dass sich wirklich
jeden Tag gerne dazu greife. Denn ich habe ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Ich muss da wirklich so ein bisschen stärker aufpassen. Und es ist ja auch so, dass die UV-Strahlung zur vorzeitigen Hautalterung beiträgt. Das heißt, hier kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal das Hautkrebsrisiko reduzieren und ein bisschen was gegen die vorzeitige Hautalterung tun. Von daher sind für mich einfach diese koreanischen Sonnencremes ganz, ganz weit oben. Auch wenn hier viele andere Sonnencremes sind, die relativ gut sind, vor allem für Drogerieverhältnisse. Und die benutze ich dann auch am liebsten zum Beispiel zum Wandern oder wenn ich sportlich aktiv bin oder sowas. Oder wenn ich einfach weiß, ich bin heute sehr, sehr lange sehr viel draußen unterwegs und dann trage ich die auch in so einer richtig fetten Schicht auf mein Gesicht auf und auch auf die anderen Körperstellen, die unbedeckt sind. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, dass Sonnencreme nicht die einzige Möglichkeit ist, sich vor UV-Strahlung zu schützen, dass man eben auch in der Mittagszeit nicht in der prallen Sonne rumbrutzeln sollte, eben auch auf entsprechende Kleidung achten sollte, Sonnenbrille, Hut und so weiter und so fort. Aber was den Alltag betrifft, bin ich einfach ein riesengroßer Fan von koreanischen Sonnencremes. Und falls ihr auch Produkte sucht, die ja so ein bisschen eleganter auf der Haut sind, die angenehmer sind und die man auch richtig, richtig gut unter Make-up tragen kann, dann kann ich euch zumindest die, die ich heute eingeordnet habe, sehr ans Herz legen, mal auszuprobieren. Ach so, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welche Sonnencremes ihr ganz oben eingeordnet hättet. Das interessiert mich natürlich auch sehr, welche eure persönlichen Favoriten sind. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.